Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video behandelt die Motive von Unternehmenskonzentrationen. Unternehmenskonzentration beschreibt im Allgemeinen den Zusammenschluss von einzelnen Unternehmen. Der Zusammenschluss soll den Unternehmen in erster Linie wirtschaftliche Vorteile bescheren. Zu den wirtschaftlichen Vorteilen zählen die sogenannten Economies of Scale, Economies of Scope, aber auch Finanzierungsvorteile. Der Economies of Scale-Effekt kann als Größenvorteil verstanden werden. Dieser Vorteil beruht auf der Tatsache, dass bei steigender Betriebsgröße die Produktionskosten in der Regel langsamer wachsen als die Ausbringungsmenge. Dies hat zur Folge, dass die Stückkosten bei wachsender Ausbringungsmenge sinken, was einen großen Vorteil für das Unternehmen darstellt. Hierfür verantwortlich sind zum einen Lerneffekte, sodass optimale Produktionsabläufe und effizientes Wirtschaften einfach auf das neue Unternehmen übertragen werden kann, ohne dabei erneut den teuren Lernprozess durchlaufen zu müssen. Des Weiteren ist das zusammengeschlossene Unternehmen nun in der Lage, Produktions- und Fertigungsmittel in einer größeren Stückzahl zu erwerben und somit vom Mengenrabatt zu profitieren, was die Fertigungsstückkosten minimiert. Außerdem führen Economies of Scale zu einer sogenannten Losgrößenersparnis, da bei einer größeren Ausbringungsmenge die Fixkosten wie etwa die Miete der Produktionshalle auf eine größere Ausbringungsmenge verteilt werden, was die Fertigungsstückkosten ebenfalls minimiert. Der Economies of Scope-Effekt kann als Differenzierungsvorteil verstanden werden. Dieser Vorteil beruht auf der Tatsache, dass eine größere Produktpalette in der Regel zu niedrigeren Gesamtkosten führt. Gerade wenn die beiden zusammengeschlossenen Unternehmen in derselben Branche tätig sind, wird es häufig Sinn machen, sogenannte Synergieeffekte zu realisieren, bei denen die Produktpalette um ähnliche Produkte wie etwa ähnliche Elektroartikel erweitert wird. Hier können gewisse Bauteile oder Fertigungsabläufe ohne große Probleme auf die weiteren Produkte der Produktpalette übertragen werden, was zu Kostenersparnissen führt. Auch kann die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens zusammengelegt werden, sodass neue Entwicklungen gleich auf mehrere Produkte Anwendung finden und die Forschung und Entwicklung deutlich günstiger durchgeführt werden kann. Zu guter Letzt stellen Finanzierungsvorteile sowie staatliche Anreize ein weiteres Motiv von Unternehmenskonzentrationen dar. Umso größer und zahlungskräftiger ein Unternehmen ist, desto leichter wird sich das Unternehmen in der Regel finanzieren können. Banken sind eher gewillt, Kredite an große Unternehmen zu gewähren, welche über ausreichende Sicherheiten und Rücklagen verfügen, was das Kreditausfallrisiko reduziert. Außerdem werden große Unternehmen in der Regel von staatlicher Seite aus eher unterstützt als kleinere Unternehmen. Der Staat ist natürlich daran interessiert, dass die großen Unternehmen erhalten bleiben, da andernfalls Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Gefahr wären und dieses sich negativ auf die Gesamtwirtschaft auswirken würde. Das führt also dazu, dass der Staat große Unternehmen häufig eher subventioniert, also finanziell unterstützt, als kleinere Unternehmen. Die Motive von Unternehmenskonzentrationen sind also vielseitig. Unternehmenskonzentrationen liefern also häufig gewisse Vorteile, welche nicht zu vernachlässigen sind. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Unternehmenskonzentrationen zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.